Hi, heute zeige ich euch, wie ihr animierte Live-Fotos als Hintergrund einstellen könnt. Die Live-Fotos, die nicht nur den Moment, sondern auch kurze Augenblicke davor und danach festhalten, gibt es ja seit dem iPhone 6s. Ihr solltet also dieses oder ein neueres Modell besitzen, damit der Trick überhaupt funktioniert. Erstmal müsst ihr natürlich das Bild erstellen, was ihr als animierten Live-Hintergrund haben wollt. Dafür gehen wir in die Kamera und machen ganz normal ein Foto. Jetzt können wir das Foto als Hintergrund einstellen. Dafür gehen wir in die Einstellungen, scrollen runter bis zu Hintergrundbild, neuen Hintergrund wählen und scrollen bis zu Live-Fotos. Dort sollte euer Bild schon erscheinen und wir müssen nur noch drauf tippen. Jetzt gibt es drei Optionen, und zwar Standbild, Perspektive und Live-Foto. Ihr solltet natürlich Live-Foto ausgewählt haben und wenn ihr etwas fester auf den Bildschirm drückt, dann seht ihr schon, dass sich das Bild bewegt. Jetzt nur noch auf Sichern klicken, Sperrbildschirm und der Hintergrund sollte gespeichert sein. Sind wir jetzt im Sperrbildschirm und drücken etwas fester auf den Screen, wird das Live-Bild animiert dargestellt. Ihr könnt das Live-Bild natürlich auch als Home-Bildschirm einstellen, dort ist es dann allerdings nicht animiert. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz eine kleine Alternative, wie ihr die Live-Fotos auch anders als Hintergrund einstellen könnt. Und zwar geht ihr einfach auf Fotos, auf das Live-Foto, was ihr haben wollt, geht unten links auf das Teilen-Symbol und scrollt bis zu als Hintergrund. Dort kommt ihr wieder in das gleiche Menü und könnt es auch so als Hintergrund einstellen. Und wir sehen wieder im Sperrbildschirm, ist das Foto dann animiert. Im Homescreen nicht. Gleich in der Endcard könnt ihr auch noch weitere Videos von uns anschauen oder den Kanal abonnieren. Ciao!